weist uns gerne darauf hin. Wir sind da für jeden Hinweis zu haben. Und dann geht es jetzt gleich los. Schiedsrichter heute Julian Engelmann. Und die Assistenten sind Tobias Severins und Felix Weller. Und dann geht's los. Zweite Ecke. Der ist nicht so schlecht. Wird verlängert und dann kommt einer nicht dran. Schuss aus 7 Metern. Und dann aber gut geblockt, sowohl von Cater als auch von Birz. Zufrieden zu sein, wenige Anweisungen. Jeng war ja ein bisschen aktiver gerade. Joppe sitzt erstmal wieder. Ah, das ist auch ein schöner Pass. Diesmal klappt er im zweiten Versuch. Und dann ist da das 1:0 für Wuppertal. Das war richtig traumhaft gespielt. Auf der linken Seite die Flanke, dann wird verlängert von Königs. Und jetzt muss ich zugeben, Torschüsse habe ich nicht gesehen, aber der wird gleich bestimmt mal eingeblendet. Müsste Backstadt gewesen sein. Jetzt gerade kommt von Bonn wirklich kaum noch Gegenwehr. Flanke von Heidemann auf Backstadt und Kevin Birk mit einer richtig starken Parade. Und da findet auch einfach kaum Bewegung statt gegen den Ball. Sumor hat es lang versucht, vorne drauf zu laufen. Aber wenn er nicht unterstützt wird, dann hat er es natürlich auch irgendwann satt. Guter Distanzschuss jetzt mal von Rodriguez und wieder ist Kevin Birk da. Nicht. Bonn ist nach vorne nicht mehr komplett harmlos bei aller Liebe, sondern ist aktiv dabei. Unter anderem jetzt mit Semi Güler, mit Salau im Duell. Der gibt nochmal ab auf Takahara und ist das gleich! 1:1, das Tor für den Bonner SC! Masaki Takahara! Das war stark, Adria. Dem gelingt heute alles. Es gibt den Strafstoß für Wuppertal. Semi im Strafraum, so mit dem Körper rein. Das kannst du vorne als Mittelstürmer kannst du das machen, aber doch nicht hinten im Strafraum. Wuppertal wieder vorne. 20 Minuten vor dem Ende. War mal nix. Mann, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Bewegung vom Neuen. Mit der Ecke von rechts. Alle Mann bis auf Kühler und Afemifuma im Strafraum. Der ist nicht schlecht. Und da ist Daniel Sumor. Und auf der Linie klärt Heidemann vor dem eigentlich schon geschlagenen Patzler. Was ein Ding. Aber 2 Tore gegen 1 Tor. Der Schuss kommt, der kommt direkt. Und damit ist das Spiel vorbei. Das war es am heutigen Samstag mit der Partie Bonne SC. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's übrigens zu weiteren Fußball-Highlights. Hier könnt ihr euch Formate von uns anschauen und hier könnt ihr ein Abo dalassen.